Sie die Antwort noch nicht kennen. Sie haben eine Frage schon mal gestellt. Wenn Sie über 70% ignorieren, spielen Sie dann nicht auch denen in die Karten, wenn Sie sagen, okay, wenn selbst meine Parteivorsitzende, als Grünenwähler sind Sie nicht mehr, aber meine obere, Parteiobere, das ablehnt, was eine Mehrheit der Grünen offenbar wollen, dann suche ich mir eben eine andere Partei, die meinen Willen umsetzt. Tragen nicht auch Sie mit einer solchen Haltung dazu bei? Ende der Frage. Nein, tun wir nicht, sondern ich sage, dass es darum geht, deutlich zu machen, was die Basis unseres Zusammenlebens, was der Kitt unseres Zusammenlebens meint. Und das ist für mich unser Grundgesetz. Moment, das ist für mich unser Grundgesetz und unsere Verfassung. Und das ist nicht eine Privatsache, die zu interpretieren und zu sagen, naja, jetzt sind 70 oder 80% haben die und die Meinung, sondern dafür zu werben, das ernst zu nehmen, was die Basis unseres Zusammenlebens ist. Ja, es gibt sicher Bereiche, auch beim Autofahren oder im Gericht, wo es keinen Sinn macht und wo es auch nicht möglich ist, eine Burka verschleiert zu tragen. Aber es gibt eben auch andere wichtige Werte, die uns zusammenbinden. Und das ist die Möglichkeit, selber zu entscheiden, solange ich niemand anderen damit verletze, wehtue oder sozusagen angreife. Und Sie können doch nicht ernsthaft behaupten, dass die Katar-Studentin sie in ihrer Freiheit beschränkt. Doch, das behaupte ich. Ja, das glaube ich, aber dann muss man das auch aushalten. Sie haben vorher gesagt, auf Hände schütteln. Hände schütteln anständig. Wenn wir jetzt alle hier so säßen den ganzen Tag. Hände schütteln und... Das ist doch nicht lustig, oder? Moment. Das ist doch nicht schön. Ich möchte gerne auf Frau Glöckner sagen, Sekunde, wenn hier schon eine Inszenierung stattfindet, dann auch richtig. Sie haben gerade mit Recht gesagt, wenn sieht man wirklich noch die Augen, die hat man nicht gesehen. Sie hätten ihre Mütze bei einer Burka mit dem Gitter vor Augen, sieht man da nicht. Ja, aber die gibt es ja in Deutschland nicht. Naja, aber die könnte man ja auch sagen. Sie wollten ihre schöne Mütze nicht opfern für zwei Schlitze. Wir können wunderbar miteinander reden, kommunizieren. Das ist doch immer noch meine Entscheidung. Sie müssen ja nicht mit mir reden. Wir haben halt das Recht.